Lassen Sie uns doch nach vorne gucken, wobei gucken ein kleines bisschen zurück. Mhm. Und das ist genau das, wo der Frust sitzt bei den Leuten. Wenn man sich mal diesen kurzen Ausschnitt aus einer Rede von Armin Laschet vor wenigen Wochen anschaut. Wir hören einmal ganz kurz ran. 24. März. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht hier in der Runde. Bin sehr gespannt auf die Bewertung gleich. Es ist eigentlich das Prinzip Hoffnung. Wir hören mal kurz rein. Wir alle hatten die Hoffnung aus der Erfahrung des letzten Jahres, dass, wenn der Frühling kommt, es wärmer wird, die Virusansteckungen zurückgehen und die Zahlen sinken. Und wir erleben im Moment genau das Gegenteil. Das ist nervig. Gäbe es die Mutante nicht, wären wir jetzt genau in dem Gefühl, dass das Virus und die Pandemie sich dem Ende neigen würde. Was ist das, Herr Schmitz? Ist das Pandemiebekämpfung nach dem Wetterbericht? Ich glaube, dass Armin Laschet schon lange Zeit einen Kurs versucht hat, in dem er etwas empathischer war als einige andere der Pandemiebekämpfer. Das will ich ihm nicht absprechen. Insofern war das, glaube ich, dass er da nah am Menschen oft dran war. Er hat ein echtes Kommunikationsproblem. Also das kann man nicht anders sagen. Das zeigt dieser Ausschnitt. Das zeigen auch so Sachen, sorry, es tut mir leid, Brücken, Lockdown, gute Idee. Das Wort ist trotzdem unglaublich irreführend, weil die Leute das Gefühl haben, es kommt einfach nur wieder das Gleiche. Und es fällt nichts anderes ein. Aber natürlich, wenn man den Ausschnitt für sich anschaut, und er ist ja auch entsprechend verspottet worden in sozialen Medien und anderen Medien, ist es einfach nicht gut. Herr Lauterbach, wenn Sie so einen Satz hören, ich meine, 24. März sagt vor einem Jahr, am 24. März 2020 waren wir seit einer Woche im Lockdown. Da waren wir knietief bis hier oben in der Grütze. Im Mai wurde das Wetter allmählich besser und dann wurden die Zahlen auch allmählich besser. Ja. Aber es ist Pandemiebekämpfung nach Wetterbericht oder was ist das? Ja, also sagen wir, was problematisch ist, dass er sagt, wir alle hatten, natürlich hatte kein Wissenschaftler diese Hoffnung. Also er sagt, wir hatten alle die Hoffnung, dass wenn das Wetter besser wird, dass es dann weggeht. Ich kenne keinen einzigen Wissenschaftler, vielleicht bis auf einen, der namhaft ist, der diese Hoffnung vielleicht gehabt hätte. Wen meinen Sie jetzt? Ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber lange Rede, kurzer Sinn. Also, auch im Expertenrat? Weiß ich nicht, aber also tatsächlich hatte kein Wissenschaftler, also die Hoffnung war unter Wissenschaftlern nicht weit verbreitet. Und das ist allerdings hier relevant. Also ich muss als Ministerpräsident mich auf also Wissenschaftler verlassen ein Stück weit. Das ist auch nicht ehrenrührig, sondern das gehört einfach dazu. Und wir wissen halt, dass also SARS-CoV sich also nicht so sehr am Wetter stört, wie das zum Beispiel bei Erkältungsviren der Fall ist. Und daher, und übrigens bei B117 gilt das noch mehr in dem Sinne. Daher machen wir jetzt, glaube ich, genau den gleichen Fehler wieder, den wir immer machen. Wir denken, vielleicht kommt es ja doch nicht so schlimm. Also vielleicht geht es doch noch mal von alleine ein bisschen zurück. Vielleicht warten wir doch mal ab. Vielleicht können wir uns noch mal etwas ersparen. Aber wenn man quasi die Behandlung zu spät macht, dann wird, genau wie bei einer Krebserkrankung, wird alles nur schlimmer. Und so ist es hier auch. Also, und vor allen Dingen, man denkt über die Opfer, die in der Zwischenzeit passiert sind, die sind ja alle anonym, denkt man nicht nach. Das heißt, wenn wir den Lockdown zu spät machen und nachher wirkt er dann etwas länger, aber trotzdem, dann denkt man, okay, wir haben es noch mal geschafft. Aber die anonymen Opfer, die in der Zwischenzeit noch krank geworden sind und vielleicht nie mehr gesund werden, die kennt ja keiner, die sind aber alle da. Deren Leben ist verändert, schlechter. Mhm. Und wie der Intensivmediziner Gernot Marx aus Aachen gesagt hat, niemand verlässt die Intensivstation so, wie er reingekommen ist. Die Leute, die überleben, sind für den Rest ihres Lebens gezeichnet. Das ist keine Panikmache, sondern das wird jeder Praktiker bestätigen. Also wenn sie 2 oder 3 Wochen beatmet worden sind, das ist also, die Menschen altern um Jahrzehnte. Sie können wirklich also in 1 oder 2 Wochen Corona-Behandlung den Wert von 30 Jahren Joggen und guter Ernährung kaputt machen. Und all diese Leute, die kennt kein Mensch, die sind alle anonym. Das sind aber die Opfer. Wenn sie überleben, tauchen sie hinterher in der Statistik als Die werden sich nicht beklagen, die werden denken, also, und die sind natürlich verbittert. Also diejenigen, die pleite gehen, sind verbittert, das ist klar. Aber das sind auch die Opfer einer Politik, die nicht rigoros genug ist. Das meine ich doch. Weil diejenigen, die pleite gehen, die wären zum Teil geschont gewesen, wenn wir früher gehandelt hätten. Und somit sind die Kranken nachher bitter, diejenigen, die wir jetzt zum Beispiel alle noch der Krankheit überlassen, weil wir zu spät handeln, die kennen wir nicht, aber sie sind da. Und das finde ich so furchtbar, dass wir also hier über Politik diskutieren, statt zu handeln. Weil jeden Tag auf der Intensivstation jetzt Leute aufgenommen
werden die noch vor wenigen Tagen sich nie hätten vorstellen können, dass sie jetzt so schwer krank werden und sich nicht mehr voll erholen. Frau Wuppen. So ein Lockdown ist ja auch eine Zumutung für die Menschen. Also man kann denen das einmal sagen, man kann denen es vielleicht auch zweimal sagen. Mhm. Aber wenn man dann immer noch nicht die Systeme am Start hat, die einen dritten Lockdown verhindern, dann ist die Frustration einfach grenzenlos. Die Menschen mit den psychischen Erkrankungen, die Menschen, die die Überbrückungshilfen nicht bekommen, diejenigen, die keine Planungssicherheit haben. Also ich würde eigentlich, wenn ich an den Anfang der Sendung einmal kurz anknüpfen darf, sogar sagen, dass ich die Krisen, die Sie beschreiben, noch mal etwas weiten würde. Ich halte das, was wir in diesem Jahr jetzt erlebt haben und was sich aufgebaut hat, tatsächlich für eine politische Systemkrise. Und zwar in dreierlei Hinsicht. Wenn man jetzt mal an die Aufgaben der Politik denkt, was hat sie für Aufgaben? Erstens, sie muss unser sicheres Zusammenleben in Freiheit in einem demokratischen System sichern. Aber das ist das, was die Pandemie der Politik eigentlich unmöglich gemacht hat, weil die Politik in Grundrechte eingreifen musste in dieser Situation. Das kann man ihr also nicht vorwerfen. Aber das heißt, da griff sie wirklich in die Fundamente unserer demokratischen Verfasstheit ein. Die zweite Aufgabe ist, dass ja so ein Gemeinwesen zu organisieren ist und das Gemeinwohl orientiert. Und da gab es am Anfang kraftvolle Reaktionen mit den Hilfen, mit den Zusagen, mit den Finanzspritzen etc. Aber was kommt denn bei den Menschen an? Die Überbrückungshilfen kommen nicht an. Das ist eine Katastrophe. Es gab so viele Ideen und Ansätze und sie werden nicht genommen. Dritte Aufgabe, da würde ich jetzt mal auf Hannah Arendt zurückgreifen, die sagt, eine Politik hat ja auch die Aufgabe, Welt zu gestalten. Und zwar als tönenden Lebensraum. Warum zitiere ich den Begriff? Weil er etwas mit der Sinnlichkeit auch von Begegnung zu tun hat. Also die Beziehung zwischen Politik und Bevölkerung, die hat sich sehr entfernt. Und zwar nicht nur, weil die Bevölkerung durch die Verwaltung alleingelassen wird, zu einem großen Teil, sondern auch, weil es keine Verlässlichkeit gibt, weil es keine Klarheit gibt. Wo ist der Begegnungsraum, wo die Politik der Bevölkerung zuhört? Wir hören einer Kakophonie an Ministerpräsidentenkonferenzen zu. Man hat keine Maßnahmen, man hat noch nicht mal eine Webseite, wo man sich informieren kann, was passiert, wenn ich nach Hamburg reise, welche Maßnahmen muss ich eigentlich einhalten, aber das ist jetzt mal das Kommunikationsproblem. Das Strukturproblem ist, dass die Selbstwirksamkeit der Bürger in so einer Krise ja aufgehoben ist und die Erwartung an die Politik ist, mit einer Stimme zu sprechen, sich um unsere Zukunft zu kümmern, verlässliche Rahmenbedingungen zu gestalten und da wird den Wissenschaftlern nicht mehr zugehört und der Bevölkerung wird nicht zugehört und stattdessen wird über Kanzlerkandidaten geredet. Also da stimmt etwas nicht mehr im System. Stattdessen wird über Kanzlerkandidaten geredet und ich erinnere mich, es gab einen Zeitpunkt, Herr Ziemiak, gegen Jahresende, an dem durchgesteckt wurde, dass Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, sondiert hat, wie seine Chancen, Sie nicken, Herr Schmitz, für eine mögliche Kanzlerkandidatur wäre. Können Sie das mal erklären? Also erstens ist das jetzt schon so lange her und zweitens... Ja, aber es stimmt. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir in so einer schwierigen Zeit sind und jetzt sprechen sollten, was jetzt wichtig ist. Ich lasse Sie da nicht eingeblendet. Raus. Ja, das kann weiß Sie da nicht ich, rauslassen. Das weiß ich. Haben etwas eingeblendet aus einer Rede von Armin Laschet. Das will ich hier noch mal richtig stellen. Sie müssen ja auch immer sagen, es ist tatsächlich so, dass es zwei Ebenen gibt bei der Frage des Wetters. Es ist einmal, wie verhält sich das Virus, wie verhält sich die Mutante im Verhältnis zum Wetter, das ist das eine. Da gebe ich Ihnen recht. Aber wir reden jetzt nicht ernsthaft auf dem Niveau. Die Wahrheit ist auch, dass wir im vergangenen Sommer davon ausgegangen sind, übrigens viele Wissenschaftler, dass dadurch der Unterschied zwischen Sommer und Winter ist, dass wenn die Menschen eben nah zusammen sind, auch wetterbedingt, eben mehr Kontakte im Innenraum zustande kommen und das zu einer Verbreitung führen wird des Viruses. Er sagt am 24. März, heute vor einem Jahr, ich sag mal so, am 24. März diesen Jahres gilt der Satz, der Kluge lernt aus Erfahrung und der Weise lernt aus Erfahrung anderer. Da hatten wir Portugal, da hatten wir England, da hatten wir Irland. Wir wussten,
was auf uns zukommt. Und dann stellt sich jemand am 24. März hin und sagt, wir hatten gehofft, das Wetter wird ein bisschen besser. Er hat ja nicht gesagt, ich bin heute Morgen aufgestanden und hatte diese Hoffnung. Nein, das meine ich nicht. Sondern er macht ja einen Rückblick auf das vergangene Jahr. Und es gab tatsächlich eine Zeit, wo wir gesagt haben, wenn Menschen zusammen sind, auch wetterbedingt, auf engen Räumen, zusammen in Familien, dann verbreitet sich das Virus schneller. Anderes Beispiel, um Sie da zu entlasten, will auch nicht immer auf Armin Laschet rumhacken, das ist auch nicht in Ordnung und auch nicht fair. Haben Sie auch nicht zu verantworten. Nein, es geht ja gar nicht. Anderes Beispiel. Es gehört nur dazu, dass sein Vorschlag genau dem entspricht, was hier gerade von allen gesagt wurde, dass man handeln muss. Dass man nicht sagt, was nicht geht, nicht Parteipolitik. Armin Laschet ist derjenige, der einen Vorschlag gemacht hat. Ich habe das Zitat, nur damit wir dann sozusagen eine Sprache sprechen. Wir haben das hier, wir schauen uns das gleich mal an, dieses Brücken-Lockdown-Zitat. Und dann reden wir mal darüber, wie schnell man auch da Hoffnungen enttäuscht und Versprechungen produziert, die so nicht funktionieren können, schlicht und ergreifend. Okay, so beziehen Sie das nur auf Herrn Laschet? Das ist auch ein allgemeines politisches Phänomen. Ich wollte gerade auf einen anderen Punkt noch mal kommen. Ja. Ich wollte gerade sagen, Frau Wuppen, Entschuldigung, ich wollte gerade sagen, auch ein Schauspiel dieser Tage. Die Kanzlerin kritisiert Armin Laschet vor 5 Millionen Menschen und sagt, da ist jemand, der hält sich nicht an die verabredeten Regeln. Ja? Dann wird er aus München Machtkampf um die Frage der Kanzlerkandidatur angepikst und es wird ihm vor Schienbein getreten von Markus Söder, der sagt, es war klar, das geht so nicht, war immer auf der Seite derer, Team Vorsicht, alles bekannt. Derselbe Markus Söder macht jetzt exakt das, was er und die Kanzlerin Armin Laschet vor kurzem noch vorgeworfen haben. Wer soll das noch verstehen? Derselbe Markus Söder geht jetzt hin und sagt, ja, da müssen wir schauen, da brauchen wir Modellprojekte, da muss man einkaufen können unter bestimmten Umständen. Wer soll das noch verstehen? Da fragen Sie Markus Söder, er war ja bei Ihnen. Ich frage aber Sie. Er war ja bei Ihnen. Nein, also ja, da war das ja noch nicht Thema. Nee, wir sind doch jetzt, ich bin auch jetzt nicht der Meinung, dass das Wichtigste ist, das zu bewerten im Nachhinein. Er war 40 Minuten bei Ihnen in der Sendung. Ja, das war ja nachher, ne? Das, was jetzt da kam. Aber Sie haben ihn ja auch zu vielen Dingen, auch zu dieser Aussage befragt. Ich glaube übrigens, dass es zwischen Armin Laschet und Markus Söder, die haben ja auch telefoniert danach, ist das geklärt. Ja, absolut. Jetzt geht es doch um, ich muss noch mal darauf zurückkommen, was machen wir jetzt? Und da haben Markus Söder und Armin Laschet eine Meinung. Und ich finde, dass Armin Laschet in seiner Position sehr klar ist. Total ermüdend, muss ich offen sagen, ist total ermüdend. Das mischt sich jetzt alles, Parteipolitik, jetzt wird der Versuch unternommen, Markus Söder, Armin Laschet sind einer Meinung, nur die SPD ist schuld, die blockieren jetzt. Da sagt die SPD, wir haben doch die Vorschläge gemacht und so. Das ist total ermüdend, muss ich offen sagen, als ein Teilnehmer dieses Prozesses. Wir reden auch jetzt schon wieder nur darüber, wer die Entscheidungen zu treffen hätte und so, statt einfach die Entscheidung zu treffen. Wir wissen ganz genau, wir bräuchten im Prinzip, um aus der Lage rauszukommen, schnell eine Lockdown-Situation. Wir müssen mit Ausgangsbeschränkungen arbeiten. Ohne hat es noch nie geklappt, B.1.1.7 in den Griff zu bekommen. Aber wer müssen das machen? Wir müssen die Testpflicht in den Schulen und in den Betrieben machen. Und wir brauchen eine Pause für Lockerungen. Das sind die Beschlüsse, die wir brauchen. Und wenn jemand welchen Begriff auch immer nennt, Brücken-Lockdown, was auch immer Lockdown, und sagt, das sind die Regeln und wir machen das jetzt schnell, dann wäre alles gut. Aber solange da taktiert wird, es geht und jetzt noch weiter. Jeder versucht, ich meine, was ist das, Frau Wurz? Weil Sie sagen immer auf Armin Laschet rumhacken. Nochmal Markus Söder. Was ist das für eine Politik, in der jemand, der die ganze Zeit sagt, ich bin Team Vorsicht, sagt, ich bestelle jetzt Sputnik-Impfstoff, bestelle jetzt Impfstoff bei Herrn Putin. Impfstoff, der weder von der EMA noch vom Paul-Ehrlich-Institut oder sonst irgendjemandem zugelassen ist. Was ist das? Ja, ich glaube, er hat sich da irgendwie eine Option reserviert oder so. Das weiß ich jetzt auch nicht. 2,5 Millionen Dosen. Also, er möchte nicht später mal vorgeworfen bekommen, hätte mal früher reagiert oder so. Ich weiß es nicht, habe ich nicht mit ihm darüber gesprochen. Aber in der Tat kommt es doch jetzt darauf an, eine verlässliche Kommunikation zu implementieren. Also nochmal so eine Ministerpräsidentenkonferenz wie das letzte, vorletzte Mal etc. kann die Bevölkerung wirklich nicht gut brauchen. Das gibt ja keine Sicherheit. Eine Klarheit mit einer Stimme zu sprechen, jetzt wirklich sich mal darauf zu einigen, beispielsweise Lockdown, diese Wochen nutzen wir für Teststrategie und flächendeckende digitale Infektionsketten-Nachverfolgung. Was ich mir auch wünschen würde, ist dann noch mal 2-3 Monate weiterzudenken und zu sagen, jetzt treffen sich mal alle Außenminister aus Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland und machen verlässliche Regeln
für die Reiseländer. Wir kriegen es ja schon in Deutschland nicht und hin. Machen, ja, aber das brauchen wir. Ja, klar brauchen wir das. Herr Schmidt, es ist ja nicht das erste Mal, jetzt auch nicht diese Sputnik-Sache. Bayern hat auch die Baumärkte als erstes geöffnet, obwohl es dann immer so tat, als ob es da besonders vorsichtig sein. Und deswegen stößt er ja mit seinem Konzept auch an Grenzen. Wenn man immer wieder sagt, jetzt noch mal einmal richtig durchhalten und es kommt kein wirklicher Erfolg, weil die Leute einfach, und das haben Sie ja in Ihrer Analyse hervorragend herausgearbeitet, auch das Gefühl haben, es ist ein bisschen wie Pandemiebekämpfung im Mittelalter. Man weiß eigentlich gar nicht, auf welcher Grundlage, mit welchen Daten es geschieht. Nee, das kann man so nicht stehen lassen. Wir können jetzt nicht verfallen in einer Diskussion, wo wir sagen, weil wir jetzt ein paar Tage, wie üblich an Feiertagen, keine Daten haben. Die Daten, die wir brauchen, um jetzt zu handeln, die haben wir. Und wir verlieren wirklich Zeit. Aber die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen auch sind sich so uneinig. Nur kurz, um das zu präzisieren, Herr Lauterbach, nur ganz kurz. Ich meine einfach dieses Instrument des Lockdowns in der Phase. Sie sprechen ja richtig an, was alles dazukommen müsste. Es gab aber jetzt immer wieder neue Lockdowns, in denen die anderen Elemente, die angesprochen worden sind, ob es Teststrategien, ob es weitere Impfstrategien sind, eben nicht ausreichend gemacht wurden. Und das meinte ich damit. Genau, aber lassen Sie mich ausführen, woran das liegt. Zunächst einmal Impfstrategie. Die Impfstrategie ist völlig unerheblich derzeit bei der Menge Impfstoff, die wir haben. Es gibt nur die eine Möglichkeit, dass wir den Abstand zwischen der Erst- und der Zweitimpfung strecken auf 12 Wochen bei BioNTech und Moderna. Genau, wenn man das machen würde, das wäre pragmatisch und mutig, dann würden wir tatsächlich einen Einfluss auch auf die Pandemie selbst haben, weil dann kann ich so schnell impfen, dass bis zum 1.7. jeder deutsche Impfwillige oder jeder in Deutschland lebende Impfwillige eine Erstimpfung hätte, hätte ich im Sommer so gut wie ganz wenige Todesfälle und keine Intensivpatienten mehr zusätzlich. Dafür müsste die STIKO sich aber bewegen und würde sagen, wir gehen hier über die üblichen Zulassungsregeln weg und machen das. Sie empfehlen das? Ich empfehle das, ja. Die Gesamtheit der, also gestern ist noch mal eine sehr wichtige Arbeit erschienen von Mark Lipsitch, einem also renommierten Harvard-Epidemiologen, sich damit spezifisch auseinandergesetzt hat. Der konnte auch zeigen, dass bei der Strategie sogar die Gefahr neuer Mutationen, also sogenannte Fluchtmutationen, die, also wo die Impfung nicht so gut wirken, sinkt. Das heißt, wir hätten dann drei Vorteile. Wir könnten zum einen viele Menschen vor dem schweren Verlauf Tod- oder Intensivstationen retten, weil sie die Erstimpfung bekämen, weil 80% des Schutzes liegt in der Erstimpfung. Zum Zweiten, wir hätten den Vorteil, dass die Pandemie entschleunigt würde, weil ich hätte dann so viele Erstimpfungen. Die Erstgeimpften, die sind alle keine Superspreader mehr. Selbst wenn der ein oder andere sich noch ansteckt, ist er kein Superspreader mehr. Somit weniger Fälle. Und der dritte Vorteil, wir hätten auch noch weniger Fluchtmutationen. Somit alles spricht dafür. Aber dafür müssten wir einen Mut aufbringen, zu sagen, okay, das steht jetzt so nicht in der Zulassung. Aber wir machen es trotzdem. Die Engländer und die Kanadier machen das mit Erfolg. Das wäre etwas, was man machen könnte. Das ist aber derzeit nicht durchsetzbar, weil die Politik sagt, wir können das nur machen, wenn die STIKO das empfiehlt. Und die STIKO sagt, na ja, wir haben dazu keine Daten. Daher kommen wir da nicht weiter. Ich halte es für sehr frustrierend. Ne? Es ist frustrierend. Gerade für jemanden wie mich ist das frustrierend. Aber nicht nur für mich, Dirk Brockmann, Christian Drosten, viele andere, die eigentlich so eine Strategie richtig finden. Darf ich noch mal ganz kurz einhaken, nur damit wir es alle verstehen. Natürlich. Wenn wir das so machen würden, wir würden diese Intervalle strecken, wann wäre der Moment, in dem jeder in diesem Land einmal ein Impfangebot hätte? 1.7. Dann hätten wir 1.7. 1.7. Zum Beginn des Sommers hätten wir. Also das wäre ja mal was. Das hätten wir wirklich. Aber auch auf dem Weg dahin hätte man, also die, wie gesagt, die drei Vorteile, deutlich weniger schwere Fälle, weil dann könnte ich ja jetzt nur Erstimpfungen machen. Für Wochen hinweg könnte ich nur Erstimpfungen machen. Weniger Tote, weniger Fälle, dann eine Verlangsamung der also Ausbreitung, weil die Superspreader wegfielen. Die Erstimpfung verhindert das Superspreading. Selbst wenn ich mich dann noch anstecke, stecke ich nicht mehr viel an, werde auch nicht schwer krank. Und zum Dritten weniger Mutationen. Somit, das wäre ein pragmatischer Vorschlag. Da fehlt aber der STIKO, ehrlich gesagt. Also, da würde ich mir wünschen, STIKO hat vieles richtig entschieden. Das ist ein wichtiges, gutes Gremium. Also hier keine Kritik, keine Notengeberei. Aber an dem Punkt würde ich mir einen Sprung wünschen und die Politik wird da nichts machen. Und was auch miserabel läuft, also die STIKO arbeitet gut, macht die Sache richtig, aber da fehlt der Mut bei dem Punkt. Und was schlecht läuft, also wir haben ja vor Wochen uns entschieden, wir wollen eine Teststrategie in allen Schulen. In den Schulen soll zweimal pro Woche sollen die Schüler getestet werden. Das wird vorbereitet in den Osterferien. Das ist nicht passiert. Tatsächlich in großen Bundesländern
beispielsweise NRW keine Parteipolitik, also ich nenne das jetzt nur, weil, es, sagen wir, weil ich mich da gut auskenne. Es geht aber auch für andere Bundesländer, sind die Tests entweder nicht vorher, sind nicht da, oder es kann nur einmal die Woche getestet werden, oder es wird den Schülern frei, also den Eltern freigestellt, ob sie die Kinder testen, ja oder nein. Dann werden die Kinder zum Teil ohne Anleitung zu Hause getestet. Somit im Großen und Ganzen ist diese so wichtige Strategie nie umgesetzt. Und es wird sich in den nächsten Wochen herausstellen, dass gerade die Schulen, Kitas und Schulen, das werden die Hotspots von B117 für die nächsten Wochen sein. Somit sind alle Eltern, die Kinder haben in der Schule oder in der Kita, die sind ganz besonders betroffen. So, darf ich mal in dem Zusammenhang eine Frage stellen? Ich habe vorhin gesagt, es gibt zwei Ausschnitte aus Ankündigungen. Das eine war das mit der Hoffnung, die wir da eben von Armin Laschet gehört haben. Ich kann es Ihnen nicht ersparen, Frau Wopen, muss noch einmal Armin Laschet zitieren. Da ging es um die Erklärung dieses Brücken-Lockdowns. Vielleicht können wir das einmal kurz zuspielen und dann einmal kurz darüber sprechen, ob das so funktionieren kann. Wir erkennen, dass schon in ganz kurzer Zeit 20%, danach 30-40% der deutschen Bevölkerung geimpft ist. Und jetzt sagen uns die Wissenschaftler, für diese Brücke bis zu diesem Zeitpunkt, und da geht es um 2-3 Wochen, sollten wir noch einmal eine Anstrengung unternehmen, noch einmal das öffentliche Leben reduzieren. So, das ist die große Frage. Die Hoffnung, die auch da wieder mitschwingt, ist, in 2-3 Wochen, haltet noch mal 2-3 Wochen durch und danach sind wir bei 40% Geimpften. Kann das funktionieren? Das könnte funktionieren, wenn wir dafür den Impfstoff hätten, was wir ja nicht haben. Aber bis Juli haben wir ja den Impfstoff. Also bitte? Bis zum Juli sollten wir ja eigentlich genug Impfungen haben. Ja, wenn wir jetzt... Aber wann ist denn der Brücken-Lockdown geplant? Mai oder Wenn ich jetzt 2 Wochen Lockdown machen würde, in 2 Wochen, also... Wie viele Leute kann ich impfen in 2 Wochen? Ja, sagen Sie es einmal. Lass uns mal Kassensturz machen. Wie viele? Also in 2 Wochen, wenn es super gut läuft, kann ich vielleicht 5 bis 6 Millionen Leute impfen. Also das wäre aber wirklich das absolute Maximum. Und dann also müsste es super gut laufen. Und ich müsste tatsächlich, und das würde dann aber nur Erstimpfungen betreffen, wenn ich jetzt, also sagen wir mal, 2 Wochen nur Erstimpfungen mache. Wir machen ja aber derzeit sehr viele Zweitimpfungen. Somit die Zweitimpfungen, das ist zwar schön und gut für denjenigen, der die Zweitimpfung dann hat, aber damit nehme ich natürlich jemandem anderen die Erstimpfung weg. Der Erstgeimpfte, der die Zweitimpfung also bekommt, der war auch vorher vor Tod und Intensivstation schon geschützt. Derjenige, der die Erstimpfung noch nicht bekommt, der kann sich jetzt vielleicht anstecken und findet sich bald auf der Intensivstation wieder. Das ist das Problem. Und aber können wir es zusammenfassen, das wird so nicht funktionieren. Nein, das kann nicht funktionieren, weil, wie gesagt, wenn es mir gelingt, diese Größenordnung hinzubekommen, schaffe ich, ich glaube auch, ich weiß, wie er es gemeint hat, weil er hat die 20% bezogen, hat da aber vergessen, dass in den 20% schon die 10% mit darin sind, die bereits geimpft sind. Ich glaube, das sind Aussagen wie die von Jens Spahn, dass er freudestrahlend verkündet, dass in jeder Familie es schon eine positive Impfgeschichte gäbe. In Wahrheit erzählen sich die Leute alle eine Impftraumata-Geschichte in ihren Familien. Und die Leute merken einfach, es stimmt nicht in den Fällen. Joe Biden verspricht jetzt bis zum 19. April ein Impfangebot an alle erwachsenen Amerikaner, während Umfragen bei uns zeigen, dass selbst das Angebot für Ende September, das Frau Merkel kurz vor ihrem Abgang gegeben hat, dass die Leute daran nicht recht glauben. Und das ist so das Problem an dieser Kommunikation. Nicht, dass man generell über einen Brücken-Lockdown spricht, sondern dass die Leute wissen, so kann es nicht stimmen. Was heißt, so kann es nicht stimmen? Ich muss das leider so sagen, so ein bisschen eine Einstellung, die ich hier verspüre. Na, werden das 10% sein, 20%, 15%? Und dann redet man und zerredet auch wieder etwas. Die Alternative kann nur nicht sein. Da fiel eben die Zahl 40, Herr Ziemiak. Und das ist eine relevante Zahl. Es tut mir wirklich leid. Man muss doch in diesen Tagen, muss man doch wirklich auf jedes einzelne Wort achten. Und ich finde, und das ist doch das auch, was wir gelernt haben. Kommunikation, Frau Wopen, haben wir beide uns auch hier schon öfter darüber unterhalten, ist das A und O in dieser Krise. Da kann man doch nicht leichtfertig sowas einfach sagen. Ich will Herrn Laschet da nichts unterstellen. Und ich verstehe auch, wenn ein Mann in einer Spitzenfunktion versucht, zuversichtlich
Vorsicht zu vermitteln, um positiv zu wirken, alles gut. Aber was man doch damit produziert, ist doch die Enttäuschung, die kannst du jetzt schon am Horizont sehen. Es geht doch jetzt, also jetzt geht es doch darum, dass wir die Grundlage haben dafür, dass wir etwas tun müssen. Das wurde hier von allen bestätigt. Und ein Lockdown, wir können ja jetzt auch nicht sagen, wir machen erstmal 6 Monate den Laden zu und dann gucken wir, wie es weitergeht. Das ist ja auch keine Alternative. Sondern jetzt Zeit zu gewinnen, die Welle brechen und dann mit Testen und übrigens mit einer höheren Impfquote in einer anderen Situation zu sein. Jetzt kann man das sagen, naja, wird das so funktionieren? Da würde ich mir auch wünschen, dass man dann entsprechend auch einen anderen Vorschlag macht. Ich halte den Vorschlag von Armin Laschet für überzeugend. Herr Lauterbach, ich weiß jetzt nicht, was ihr, also am Anfang habe ich Sie so verstanden, dass Sie diese Idee für richtig halten. Und jetzt sagen Sie, so kann es nicht funktionieren. Also, wieso, wann habe ich das gesagt? Sie haben gerade gesagt, so kann es nicht funktionieren. Ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Und wenn was kann so nicht funktionieren? Ja, dieser, nach diesem Einspieler? Die 40%. Also, nein, das ist der richtige Weg. Okay. Nein, das darf jetzt nicht so stehen bleiben, weil sonst wirkt das so, als wenn ich auch noch die allerbilligste Parteipolitik hier machen würde. Den Vorwurf will ich nicht stehen lassen. Ich habe am Anfang also darauf hingewiesen, dass es die Begrifflichkeit des Brücken-Lockdowns, ich habe sogar den Begriff gelobt, weil ich finde den Begriff einfach gar nicht mal so haben schlecht. Haben Sie den nicht auch schon mal benutzt? Ich habe den auch schon mal benutzt, genau, aber ist egal. Aber ich lobe ihn nicht, weil ich ihn auch schon mal benutzt habe. Haben Sie ihn zuerst benutzt? Das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Begriff, der Begriff ist halt nicht falsch. Aber man darf es nicht missverstehen, es kann nicht die Brücke sein, bis genug Leute geimpft sind. Nein. Weil das dauert länger. Und, und was ich gerade gesagt habe, ist einfach, dass ich in 2 Wochen in Deutschland mit der Menge Impfstoff, die ich habe, nicht 20% der Bevölkerung impfen kann. 30-40% hieß es gerade. Ich bin auch großzügig gewesen, aber selbst ich frage 30-40%. Das wird in 2 Wochen nicht gelingen. Das würde selbst in Israel nicht gelingen. Und das ist keine somit darf es nicht so stehen bleiben, als wenn ich am Anfang gesagt hätte, so wie Laschet es vorgeschlagen hat, geht es. Und jetzt hätte ich ihn kritisiert. Billigste Parteipolitik. Sondern am Anfang ging es darum, ob wir einen Lockdown benötigen. Und ich bin da der Meinung, wir brauchen einen Lockdown. Übrigens unabhängig davon, ob wir die Zahlen jetzt präzise haben oder nicht. Weil es wird kein Wunder passiert sein. Die Fälle sind gestiegen. Ein Blick auf die Intensivstation genügt, wie ausgeführt. Aber es ist unrealistisch. Ich glaube, woher Laschet die Zahlen hier gehabt hat, weiß ich nicht. Vielleicht hat er einfach gehört, dass man bis dahin insgesamt 20% geimpft hat und hat dann gedacht, das passiert in den 2 Wochen. Auf jeden Fall war es falsch. Wird denn jetzt eigentlich aus dem BioNTech-Impfstoff, werden da 5, 6 oder 7 Dosen rausgeholt? Das ist ja auch noch mal ein ganz großer Hebel. Das ist sehr interessant. Ich kann aus meiner Arbeit im Impfzentrum berichten, in dem Sinne, dass tatsächlich, wenn es geschickt gemacht wird, kann man ohne Verlust von Wirkung tatsächlich 7 Dosen aus der Fiole ziehen. Da braucht man aber dafür gut geeignete Spritzen und man muss es auch sehr gründlich nehmen. Und die Arbeit der Impfzentren, die wird immer gering geschätzt, aber das ist falsch. Denn es fängt schon damit an, also wie der Impfstoff zubereitet wird. Es wird so sorgsam gemacht, dass der Impfstoff keine Wirkung verliert, weil ich ihn sehr vorsichtig bewege. Und die Spritzen werden so aufgezogen, da bemühen sich tatsächlich die Apothekerinnen und Apotheker, die das machen, die Pharmazeuten, die versuchen wirklich, die letzte Dosis herauszuholen. Das ist wirklich rührend zu sehen, mit welcher Präzision da wirklich um jede Dosis gekämpft wird. Und es gibt daher sehr häufig die Möglichkeit, auch 7 Dosen da rauszunehmen. Das ist offiziell nicht vorgesehen. Aber das wird gemacht, weil die Leute einfach pragmatisch sind. Ja. Und der Impfstoff gibt das auch her, quasi. Das gelingt immer, manchmal 7. Da wird aber wirklich in den Impfzentren um jede Dosis gekämpft. Und warum gibt es in den Impfzentren noch nicht eine digitalisierte Nachrückerliste, sodass abends, wenn das zugemacht wird, schade, dass zugemacht werden muss, aber gut. Ja, warum die ganze Nacht? Warum gibt es da nicht eine Liste, dass Leute eine SMS kriegen, hier ist noch eine Dosis übrig, komm bitte vorbei? Also zum Teil. Oder die Impfpriorisierung aufhebt. Ja, die Impfpriorisierung ist bei denjenigen, die abends angerufen werden, ist die Impfpriorisierung zum Teil aufgehoben, weil bevor eine Dosis quasi verfällt,
Also ruft man Leute an, die man erreichen kann. Das finde ich auch vollkommen legitim. Warum gibt es das was natürlich auch möglich gewesen wäre, dass wir ein systematisches System haben, wo Leute sich eintragen können, die eine Priorisierung haben, die dann automatisch angerufen werden. Also, und die Impfzentren sind auch sehr unterschiedlich. Es gibt Impfzentren, die haben quasi so eine Liste, wo man genau sieht, der und der und der ist heute dran. Mhm. Der und der ist heute schon in dem Gebäude drin, der wird sich wahrscheinlich impfen lassen, der kommt noch in dem Sinne. Und der und der hat dann den Termin, ist aber noch nicht da, der wird wahrscheinlich nicht kommen. Je früher man diese Information hat, desto früher kann man mit dem Anrufen beginnen. Und das Hauptproblem ist daher, dass in den Impfzentren, die das nicht haben, also man zu spät erfährt, wer nicht kommt und dann die Anruferei zu spät beginnt. Das ist das Problem. Okay. Oder die Liste liegt in einem Amt, das dann schon geschlossen hat oder so. Oder so. Oder so. Und das wäre ja auch noch eine Maßnahme, denn das ist etwas, was ich jetzt auch bei dem Lockdown befürchte, wenn er kommt, dass sich dann das Verhältnis der Infektionen in den sozioökonomisch unterschiedlichen Gruppen wieder verschiebt. Das ist ja etwas, was wir mittlerweile auch rausbekommen haben. Also wenn das alles offen ist, dann sind mehr Infektionen in den sozioökonomisch besseren Gruppen vom Anteil her. Aber in einem Lockdown verschiebt sich das alles in die sozioökonomisch schwächeren Gruppen. Das heißt, da ist es auch noch mal ein Problem mit der sozialen Ungleichheit. Das liegt zum Teil an den Möglichkeiten, Homeoffice zu machen. Das liegt an den Lebensbedingungen. Das liegt vielleicht auch manchmal an den Verhaltensrahmenbedingungen. Es gibt zumindest mal die Zahlen und die Idee. Aber man könnte doch beispielsweise auch einfach mit einem Impfmobil mal in sozial prekäre Wohnviertel fahren und da durchimpfen, weil man da in den Hotspots die Menschen auch schützen muss und wir überlegen müssen, wie wir auch mit sozialer Ungleichheit umgehen. Also das ist ein gefährliches Argument, weil das klingt ja so, als wenn man sagen würde, okay, im Lockdown sterben die Ärmeren und also gar nichts gesagt. Ja, aber wenn viele sich infizieren, werden ja auch einige sterben, so mit dem Leck, also wenn man es übersetzt auf der Endstrecke. Sterben auch mehr, die schlechten Ich will nur sagen, das ist empirisch, ist es nicht so. Es ist zwar so, dass man muss anteilig und insgesamt sehen. Also in einer Lockdown. Die Wahrscheinlichkeit zu sterben, wenn ich zu einer sozial benachteiligten Gruppe gehöre, ist höher. Nein, ich will nur, das ist unstrittiger, das ist nicht der Punkt, sondern wenn wir in einer Lockdown-Situation sind, also die immer hohe Kosten auch hat in anderen Belangen, aber wenn wir in einer Lockdown-Situation sind, dann sterben von allen sozialen Gruppen zunächst mal weniger. Von allen sozialen Gruppen. Es ist nicht so, dass, also weil es Lockdown ist, mehr sozial Schwache sterben. Das ist einfach nicht wahr. Der Anteil, das ist das eine, aber es konnte, nur weil der Laie das nicht so gut, der Zuschauer ist da nicht so firm, dies zu unterscheiden. Weil sonst entsteht der völlig falsche Eindruck, wir machen einen Lockdown und sterben die Armen. Das darf nicht stehen bleiben.